Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer neuen Folge Let's Play Die Siedler. Und mit der Erweiterung hier in diese Richtung sind wir jetzt auch auf unsere Feinde gestoßen, die Nubier. Und das, dementsprechend denke ich auch, dass dann hier dieser Berg der gemeint ist, wo das Gold drin steckt. Ich hoffe es zumindest. Dann können wir auch direkt hier oben nochmal eine Fischerhütte hinbauen. Die werden wir dann brauchen. Weil dann werden wir hier auch nochmal so einen kleinen Industriezweig aufbauen, der eben da so ein bisschen drauf basiert, an der Grenze zu stehen. So, hier kommt die Münzsperre wieder rein, da eine Münzsperre rein. Münzen brauchen wir dann nur da, hier die Münzsperre rein, bevor wir das wieder vergessen. Alles klar, und dann haben wir jetzt hier auch erweitert. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier in dem Berg drin ist. Ich hoffe, dass hier dann auch tatsächlich das Gold drin ist. So, schicken wir mal einen Geologen hin. Der wird Aufschluss geben. Aber das ist gerade auch ein bisschen tricky, das Gebiet hier. Weil relativ viel Wüste, da kann man nichts Großes anbauen. Und man hat hier eben auch nicht so viel Platz. Deswegen wahrscheinlich dann noch nach unten erweitern. Das machen wir auch direkt mal. Schon mal im Voraus. Na, da ist wieder die Straße zerrissen. So. Und dann, wie gesagt, bauen wir hier denn das Lager hin oder so. Da wird uns gleich schon was einfallen. Dann bin ich hier gespannt, wie es da dann weitergeht. Unser Bauernhof ist auch fast fertig. Was war hier? Achso, das war das Sägewerk. Das machen wir dann auch mal die Straße weg. Die brauchen wir dann auch nicht mehr. Wie schaut das hier? Zwei Soldaten drin. Ah, die Brewery steigt auch langsam wieder an. Genauso wie die Mühle. Sehr gut. Also Farmen braucht es echt so ein bisschen in Massen, mir das Gefühl. Da ist dann sowas wie Fisch und Jäger doch deutlich einfacher zu managen. So, hier der Jäger kann auch weggerissen werden, dann gibt es nichts mehr, was dem was bringt. Wie sieht es aus? Wir haben hier oben ja noch eine Jägerhütte, die können wir auch wegreißen. Direkt mal. So, vielleicht kann man da noch was Sinnvolles hinbauen. Und das sieht doch aus wie Gold, Freunde. Gold found, jawohl. Das ist doch schön. Da können wir allerdings noch keine Mine hinsetzen. Wahrscheinlich, weil der Baum da in der Nähe ist. Das bedeutet aber für uns Lagerhaus. Dann Woodcutter, Forester, da. Und Sägewerk. Einen Woodcutter müssen wir jetzt hier wieder im Bestand haben. Jawohl. Der kommt dann direkt da rein. So. Da haben wir bereits was. Also Stein haben wir abgedeckt. Nahrung haben wir auf jeden Fall, eine Fischerhütte. Bin ich gerade überlegen, ob ich sogar noch eine zweite baue. Machen wir einfach mal. Haben wir noch Fischer? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wir haben auf jeden Fall Rod and Line. Ja, das ist auf jeden Fall. Auch weil wir keinen Fischer direkt mehr haben, haben wir eben die Rod and Line, die das abdeckt. Und jetzt heißt es ausbauen. Und hier wieder einen festen Standpunkt auch kriegen. Und dann werden wir mal zusehen, dass wir hier eventuell uns auch nochmal so einen kleinen Industriepunkt aufbauen. An Kohle und Eisen eventuell. Ja, hier bin ich auch am Überlegen, hier nochmal das Holz wegzumachen, beziehungsweise hier auch noch eine Farm hin. Ja, es sollte funktionieren. Da geht's nicht. Dann dahin, jawohl. So, Farm, die kann dann zumindest hier oben so ein bisschen, hoffe ich,
Mal absehen, wie viele Sicheln haben wir noch? Sicheln haben wir noch 2. Bauern haben wir keiner mehr, aber eben 2 Sicheln. Sollte also vollkommen reichen. Damit wieder auch noch so ein bisschen mehr Eisenerz und Kohle rausholen können. Das hier läuft jetzt alles. Brewery. Oh, die Brewery ist jetzt ganz schön abgesackt. Da müssen wir auch eventuell mal in der Verteilung wieder schauen, ob sie sich zurückgesetzt hat. So, Mühle. Schrauben wir mal die Brewery auf den gleichen Stand wie die Mühle. Dass da die Verteilung ein bisschen gleichmäßiger ist. Ja. Ansonsten hier geht gleich wieder ein Soldat rein, dann haben wir nach unten raus auch ein bisschen mehr Platz. So, hier war auf jeden Fall Eisen. Und zum Gucken stehen da die Schilder. Nee, stehen nicht mehr, aber ich glaube hier war es Kohle. Oh, halt. Dann machen wir das mal weg. Und halt, nein. Was mache ich denn gerade? Das auch mal weg. So, und jetzt setzen wir da direkt den Weg hin. Okay. Hier können wir auch schon mal dann die Mint hinsetzen. Die wir dann auch brauchen. Ist blöd, dass man so nicht dann hier stark runtergehen kann, aber ist der Winkel dann so spitz wahrscheinlich. Construction Site. Hier will ich dann auch nochmal einen Geologen hinschicken. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr vom Berg einnehmen. Es wird jetzt ein bisschen problematisch da. So, da einmal hin. Und bitte Geologen hinschicken. Bitte, danke. Ja, wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen problematisch wahrscheinlich da das einzunehmen, da wirklich ranzukommen, weil wir hier eben durch so eine Wüste praktisch miteinander verbunden sind. Eventuell hier dann noch ein Guardshaus hinbauen, vielleicht hilft das, können wir auf jeden Fall mal machen. Ansonsten müssen wir wirklich hier so ein bisschen die Wüste um den Berg umgehen oder so. Mal sehen, wie wir das machen. Am geschicktesten, am einfachsten wäre halt eben hier das Guardhaus hin und dann von da dann aus angreifen. Gut, Sägemühle ist da auch schon im Bau, dann haben wir hier nämlich auch schon die Versorgung mit. Ja, wobei die Bretter werden ja auch erstmal wieder zurückgeschafft, glaube ich. Dann müssen wir dann mal sehen. Aber es läuft alles. So, da kriegen wir keinen Bauernhof hin. Das ist ein bisschen schade. Aber der Woodcutter ist jetzt hier damit auch fertig und ist überflüssig. Ja. Dann können wir den lieber hier oben hinsetzen. Den Woodcutter, dass der da hier freiräumt. Dass wir hier vielleicht auch nochmal einen Bauernhof hinkriegen, weiß man nicht. Ist aber ein bisschen schwer einzuschätzen. Oh, hier der Woodcutter ist bestimmt auch schon hat nicht mehr wirklich was zu tun. Dann reißen wir den auch mal weg. So, brauchen wir halt nicht. Und dann wobei die Straße lassen wir mal. Die könnte noch mal wichtig werden. Dann bauen wir hier nämlich auch noch so eine Querverbindung hin. Wie gesagt, die könnte mal wichtig werden. Oh, dann können wir aber hier dann doch eine Farm hinbauen. So. Die sollte auch wieder ein bisschen gut was Reichweite haben. Und eventuell lässt sich dann ja hier auch noch mal eine hinbauen. Alles klar. So, der ist... Können wir da oben schon irgendwo eine Mine hinbauen? Such doch mal irgendwo, wo wir auch was hinbauen können. Das wäre halt mal echt zu gütig von euch. Aber naja, das wäre ja zu viel verlangt. Da ist auch wieder was. Ja, da können wir doch schon mal eine Mine hinbauen. Und da ist auch Gold. Sehr gut. So.
Gold steht. Die Goldmine. Dann haben wir das auch geschafft. Das Lagerhaus ist fertig im Bau. So wie es ausschaut, beziehungsweise werden die letzten Sachen hingeschafft, oder? Ach nee, das ist schon fürs nächste Gebäude. Also für die Mint. Das bedeutet, das Lagerhaus ist wahrscheinlich fertig. Fertig zum Bau. Also, sehr erfreulich wieder. Ja, hier unten gibt es eigentlich nichts großartig weiter für uns. Wir könnten uns natürlich noch hier ausbreiten, um da irgendwie hinzugelangen, aber ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Was da mehr Sinn machen würde, ist halt wirklich, dass ich vielleicht hier nochmal... Aber da ist halt auch nur der Berg, der uns begrenzt. Ja, wir können es machen. Ein Schaden tut's nicht. Ob man da vielleicht hier noch einen Kreis geschlossen bekommt oder so, müssen wir mal abwarten. Schlecht wäre es definitiv nicht. Einfach um die Transportwege eventuell zu optimieren. Aber ansonsten muss man mal schauen, wie das aussieht. So, was haben wir denn noch an Bergleuten? Ja gut, Spitzhacken haben wir noch genug. Bergleute haben wir auch genug. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Ich hatte eigentlich gehofft, hier auch nochmal Dinge bauen zu können. Schmiede und... sag schon. Fällt gerade der Name nicht ein. Schmiede und Armorer, also Eisenschmelzer und Schmiede, so, das sind die Namen. Ach, schlimm, wenn es einem so auf der Zunge liegt, ne, und man kriegt es nicht raus. Das ist immer das Allerschlimmste. Was haben wir? Meldung, Stores is ready. These mine is exhausted. Okay, dann reißen wir sie weg. Wenn dem so ist, bevor da noch mehr Futter verschwendet wird. Okay. Militärgebäude occupied. Okay. Da ist auch noch ein bisschen Kohle dann im Berg. Aber das ist jetzt eher unwesentlich. Muss man ja eher sagen. Da setzen wir auch gerade nochmal ein Männlein hin. Ja, wobei ich glaube, da nochmal einen Knoten zu bauen, das wird ein bisschen schwierig. Dann bauen wir lieber hier oben da den Armorer und hier die Eisschmelze hin. Das passt, glaube ich, eher. Und da dann so die Verbindung zu den Bergwerken. So, dass das eben hier rübergebracht wird. Und von da aus da runter geht. Dann bauen wir hier, machen wir hier auch die Waffen ausgelagert. Und dann ist das hier wirklich nur fürs Gold. Und hier ist dann unser Rekrutierungsbüro. Nennen wir es mal so. Ja, jetzt sieht die Brewery auch besser aus. Sehr schön. Das freut mich. Ist immer noch so mittelmäßig. Aber da kommen da jetzt auch noch hier eine. Zwei Farmen praktisch dazu. Die auch nochmal für Getreide sorgen. Von daher, das sollte dann eigentlich ausreichen, um das alles zu versorgen. Aber eventuell müssen wir dann doch nochmal. Wobei, wir haben zweimal Produktionsstraße für. Von Getreide zu Brot bzw. zu ETC. Eine Schweinefarm wäre halt noch ganz cool. Hier oben können wir auch noch mal eigentlich was hinbauen. Wie viele Sicheln haben wir noch? Eine. Und die ist dann hiermit besetzt. Ja, dann lassen wir das erstmal. Schauen mal, wie es jetzt weiter so läuft. Hier haben wir auf jeden Fall das dann ist besetzt. Die Mint ist fertig. Das ist schön. Das heißt, unsere Stelle hier ist auf jeden Fall ausgebaut jetzt. Wir haben die Grundversorgung wieder gedeckt.
zwei Fisheries, die auf jeden Fall für jede Menge Fisch sorgen. Ich denke, viel mehr können wir jetzt gerade auch nicht tun. Und dann können wir hier auch mal Münzsperre reinmachen. Oh, hier sind die Münzen auch schon. Ach Gott, wir hatten da gar keine Münzen. Oh, da wird jetzt Gold auch ausgelagert, um es wahrscheinlich hochzubringen. Ja, und da kommen auch schon die ersten Münzen. Und jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir das in Angriffsreichweite. Brauchen wir nichts mehr weiter großartig bauen, sondern können von da aus dann jetzt vorrücken. Zum Angriff warten aber noch erstmal, bis wir ein paar Upgrades mitgekriegt haben. Dann würde ich sagen, schneiden wir erstmal hier, aber ich weiß nicht, dass sie am Ende hier auch auf diesen Goldberg Zugriff haben. Das würde ich ja ganz gerne als erstes unterbinden. Oder dass sie auch gar nicht erst da in die Nähe kommen, um eben Zugriff irgendwie in Zukunft drauf zu kriegen. Das wäre nämlich nicht so schön für uns. Vor allem. So, aber die Nahrungsversorgung scheint doch relativ gut zu funktionieren. Wir können ja mal hier reinschauen, wie es aussieht. Wir haben einen Fisch und ein Brot im Storehouse. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass wir auf jeden Fall genug Nahrung produzieren, wenn wir das schon einlagern können. Deswegen bin ich ganz guter Dinge, dass wir jetzt einfach nur wieder ein bisschen abwarten müssen. No more fish. Oh, da müssen wir es wegreißen. No more stone. Das ist wohl hier. Tschack. Ja, dann reißen wir hier auch nochmal weg. Tschack. Und bauen dann die Fischerhütte hier unten wieder hin. Fishery. Ciao. So, hier hätten wir es auch. Das ist völlig egal. Leer gefischt. Überfischung. Ein typisches Problem. So, wie schaut's aus? Ja, das erste Upgrade ist durch. Also die Mintery arbeitet auf jeden Fall richtig dick. Da ist einiges im Gange. So, und hier, das sieht auch gut aus. Ich hoffe, da haben wir auch noch das Personal. Da habe ich jetzt nämlich nicht mehr nachgeschaut. Blättern wir gerade mal. Wir haben auf jeden Fall... Haben wir noch genug? Oh, wir haben aber keinen Eisgießer mehr, aber die können, brauchen glaube ich kein Werkzeug, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Von daher nicht weiter wild. So, Gold, 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 Gold. Wir irgendwo, oh, da, nicht, dass da jetzt noch Gold hingebracht wird, das wäre ganz blöd. Da brauchen wir es nämlich überhaupt nicht. Jetzt legen wir schnell auf den Münzstopp rein, bevor da hier so Latten upgraded werden. Und auch hier ganz wichtig, wie gesagt, wir wollen keine Münzen verschwenden, weil das dauert schon lange genug, bis die geprägt sind und alles. Dann wollen wir sie nicht verjubeln. Wieso wird das jetzt erst eingeladen? Achso, da ist schon eine Münze drin, deswegen. Hier wird jetzt gleich wieder rausgebracht, nehme ich mal an. Diese Münze. Ja, da kommt auch schon die nächste Münze. Alles klar. Das läuft auf jeden Fall. Läuft bei uns. Hier könnten wir sogar nochmal eine zweite Goldmine hinsetzen, aber ich glaube, die brauchen wir eigentlich fast nicht. Ne, ich denke, da haben wir genug. Wir müssen gleich mal gucken, weil jetzt kam ja auch noch die ganze Zeit Gold von unten, wie das so aussieht, wenn das eben nicht mehr der Fall ist. So, aber auch hier wird jetzt Brot und so eingelagert und Bier. Wieso wird denn Bier hier eingelagert? Bier soll hier nicht eingelagert werden. Das machen wir mal direkt den Stopp rein.
Bier soll einfach nur da unten eingelagert werden, warum auch immer das da hochgebracht wurde. Aber Bier ist hier nicht der limitierte Faktor für die Soldaten, sondern tatsächlich die Waffenproduktion. Und das ist dann ganz gut, dass wir hier oben nochmal einen stehen haben, der das Ganze ein bisschen aufbauscht, diese Waffenproduktion. Und da haben wir auch schon Silber. Das bedeutet, es fehlt nur noch eine Münze und dann können wir den ersten Angriff mit Gold starten. Das machen wir auch noch in dieser Folge. Hier dann den Angriff. Ich denke, der wird auch erfolgreich sein. Ich habe da jetzt eigentlich keine Bedenken. Weil aus Ausland natürlich, sie haben eben auch schon Zugriff auf Gold und dementsprechend auch starke Soldaten. Muss man dann gleich mal gucken. Aber glaube ich eigentlich fast noch nicht. So, na komm, die Aufwertung noch. Die letzte Aufwertung zu Gold. Und komm, hol sie dir. Vor allem, dann wird direkt wieder aufgefüllt mit Soldaten und dann geht es im Prinzip direkt weiter. Weil da kommt auch schon die nächste Münze. Das ist ja gut. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das hier kleine Soldaten sind oder große. So, können angreifen. Oh, da kommen direkt zwei zum Blocken. Oder was? Oh, oder so greifen sie sogar an. Also wagemutig auf jeden Fall. Ach, die greifen hier hinten an oder was? Das sind ja ganz gewitzte. Mal, dass der das verteidigt. Wäre nicht gut, wenn der verliert. Ja, aber hat er gewonnen. Sehr gut. Nicht, dass da auf einmal so ein Riss in unserer Infrastruktur ist. Das wäre gut, aber das werden wir uns dann auch merken. So, noch ein Diary-Eintrag zum Ende. 23rd day of the 12th month of the 3rd year. Waren wir nicht eben schon im 4. Jahr? Egal. We came into contact with the Nubians. Their behavior is very threatening, but not openly aggressive. Their behavior will probably change before long. We should build a lookout tower so that we can keep a closer eye on their lands. The reports of rich gold deposits seem to be true. The Nubian chieftain shrouds around in his gold jewelry like a peacock. Ja gut, die haben jetzt hier, wobei da könnten sie wieder Zugriff auf das Gold bekommen. Ja doch, die haben auch schon upgradete Soldaten anscheinend. Dann ist ja gut, dass wir hier so eine Verteidigungsring haben und dann greifen wir wirklich hier erstmal ein bisschen da längs an. Okay, und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Däumchen hoch fürs Video. Wenn nein, schreibt mir doch in die Kommentare, warum nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode von Let's Play Die Siedler wieder. Macht's gut, euer Nature.